Also Vorhofflimmern ist eine gutartige Herzrhythmusstörung. Der Name erklärt eigentlich die Herzrhythmusstörung schon. Das Herz besteht ja aus zwei Kammern und zwei Vorhöfen oder Vorkammern. Es gibt das rechte Herz mit dem rechten Vorhof der rechten Herzkammer und das linke Herz mit dem linken Vorhof und der linken Herzkammer. Und die Erregung des Herzens, man muss ja nicht daran denken, dass das Herz schlägt, das macht es von ganz alleine. Und die Erregungsleitung geht eben über die Vorhöfe zu den Kammern. Und wenn die Vorhöfe flimmern, dann fällt deren Arbeit eigentlich aus beim Herzschlag. Das heißt, sie zittern nur noch so um das Blut herum. Und die eigentliche Arbeit wird ja ohnehin von den Herzkammern gemacht, vom linken Ventrikel und vom rechten Ventrikel, die das Blut in die jeweiligen kleinen und großen Kreislauf auswerfen. Und wenn die Vorhöfe flimmern, dann kommt es dazu, dass auch die Kammern schnell und unregelmäßig schlagen in der Regel. Aber die Vorhöfe schlagen eigentlich gar nicht mehr oder haben keine mechanische Kontraktion mehr. Vorhofflimmern kann einfach so kommen. Bei jedem, es gibt manche, die haben eine genetische Disposition, aber man spricht in der Medizin häufig von idiopathisch, wenn man nicht weiß, warum. Und so ist es auch beim Vorhofflimmern. Es tritt einfach auf, vornehmlich im höheren Alter und natürlich auch vergesellschaftet mit Herzerkrankungen. Also es gibt Herzerkrankungen wie Klappenerkrankungen oder die koronare Herzerkrankung, also die letztlich zu einem Herzinfarkt führen kann, oder auch der Bluthochdruck, die das Entstehen von Vorhofflimmern begünstigen. Also entweder man bekommt es einfach so oder man hat eine Herzerkrankung und hat sekundär Vorhofflimmern. Also per se hatte ich ja eingangs gesagt, Vorhofflimmern ist eine gutartige Herzrhythmusstörung. Das impliziert, dass es nicht gefährlich ist. Es hängt ganz stark davon ab, was ist denn die zugrunde liegende Erkrankung. Also wenn man eine Herzerkrankung hat, dann entwickelt sich ja oft Vorhofflimmern. Und dann ist eigentlich nicht Vorhofflimmern das Gefährliche, sondern die Herzerkrankung selber. Wenn Vorhofflimmern idiopathisch, also einfach so auftritt, dann ist es per se nicht unmittelbar gefährlich. Was aber ganz, ganz wichtig ist zu wissen, beziehungsweise also es gilt für Vorhofflimmern bei Herzerkrankungen wie auch bei idiopathisch auftretenden Vorhofflimmern, dass es eine hohe Schlaganfallgefahr gibt beim Vorhofflimmern. Ein Schlaganfall ist ja ein Verschluss oder ein Verschluss eines Hirngefäßes, eines Blutgefäßes im Gehirn, sodass ein Teil des Gehirns nicht mehr durchblutet wird. Und das passiert beim Vorhofflimmern folgendermaßen. Ich hatte ja gesagt, die Vorhöfe flimmern um das Blut. Das heißt, da gibt es keine mechanische Kontraktion. An den Vorhöfen gibt es noch so Aussackungen, die Vorhofohren. Das sind so Nischen, wo das Blut dann gerinnt einfach, weil es ja nicht in Wallung ist, wenn man so will. Also das Blut versackt in diesen Aussackungen und solange die Vorkammern oder die Vorhöfe eben flimmern, ist es eben so, dass sich Trompen bilden können. Wenn aber dann der richtige Rhythmus zurückkommt, das heißt der sogenannte Sinusrhythmus wieder greift, dann kontrahieren sich die Vorhöfe wieder und das Erste, was passiert, ist dann, dass möglicherweise diese Trompen oder diese Gerinnsel, die in den Aussackungen, in den Vorhofohren sich gebildet haben, verschleppt werden und im schlimmsten Fall eben ins Gehirn verschleppt werden und dann einen Schlaganfall auslösen. Deswegen ist es ganz wichtig, ohne dass man jetzt das Vorhofflimmern selber behandelt, dass man eben in Fällen mit dem entsprechenden Risiko eine Blutverdünnung, sagt man, vornimmt oder das eben dafür sorgt, dass sich diese Gerinnsel nicht bilden können. Genau. Genau wie die Ursachen vom Vorhofflimmern sind auch die Symptome ganz, ganz unterschiedlich. Wenn man jetzt sagt, jemand hat das erste Mal Vorhofflimmern, dann kann es sein, dass man das überhaupt nicht bemerkt. Es kann aber auch hochsymptomatisch sein in der Form, dass man unter Schwindel, unter eben einfach Herzklopfen, es ist ja eine schnelle Herzrhythmusstörung, also man spürt sein Herz stark klopfen, das beunruhigt viele oder die meisten eigentlich stark natürlich, wenn man Herzrasen verspürt. Wenn man sonst herzgesund ist, das Herz gut funktioniert, dann bleibt es eigentlich im Wesentlichen bei diesen Symptomen, dass man das Herzrasen spürt, dass man Schwindel spürt, vielleicht vor allem, dass man nicht so belastbar ist. Also wenn man Vorhofflimmern hat und sich sportlich betätigt, dann hat das Herz eigentlich keine Möglichkeit mehr, die Herzfrequenz großartig zu steigern oder anzupassen. Das heißt, das Herz
schlägt ziemlich monoton, viel zu schnell und unregelmäßig. Und damit ist man beim Sport nicht mehr so belastbar. Auch die Vorhöfe haben ja auch eine Funktion. Also, das hatte ich eben auch eingangs erwähnt, sie flimmern ja und haben deswegen keine mechanische Kontraktion mehr. Wenn es regelhaft abläuft, dann ist es so, dass die Vorhöfe für die gute Füllung der Herzkammern sorgen. Das heißt, die Herzkammern füllen sich in der Entspannungsphase ganz automatisch und zum Schluss, wie so eine Art Turbo, drückt der Vorhof nochmal Blut in die Herzkammer hinein. Und dann kann die Herzkammer kontrahieren und das Blut wird ausgeworfen. Und eben nur eine gut gefüllte Kammer pumpt auch gut oder kann eben was auswerfen. Oder nur eine gut gefüllte Pumpe pumpt auch gut. Und wenn das Herz eben viel zu unregelmäßig schlägt und schnell schlägt, dann hat es keine Zeit, sich zu füllen, die Kammer. Und dazu kommt noch, dass die Vorhöfe diesen Turbo nicht zur Verfügung stellen, dass das Herz noch mehr gefüllt wird. Und damit wird einfach die Auswurfleistung schlechter vom Herzen. Und das spürt man natürlich vor allem unter Belastung. Vorhofflimmern wird... Also wenn man klinisch Hinweise, also klinisch heißt, wenn ein Patient oder eine Patientin spürt, sie hat Herzrasen, dann würde man sagen, okay, könnte Vorhofflimmern sein und würde ein EKG schreiben. Oft ist es so, dass dieses Vorhofflimmern anfallsartig auftritt. Das heißt, es kommt und geht wieder und bevor man ein EKG schreiben kann, ist es schon wieder vorbei. Nicht so leicht einzufangen, sage ich mal. Deswegen gibt es dann oft Langzeit-EKGs oder Langzeitmessungen. Im Extremfall sogar so, wenn man sich vorstellt, jemand erleidet einen Schlaganfall und man weiß nicht, warum ist es denn zu dem Schlaganfall gekommen, hat dieser, jene oder diese, jene möglicherweise Vorhofflimmern, dann kann man sogar sogenannte Loop-Recorder implantieren. Das sind ähnlich wie Schrittmacher, nur ohne Sonden, dass man eben unter die Haut einen kleinen Rekorder einbaut, der dann den Herzrhythmus wirklich über 3 Jahre mal überwacht und der wird alle 3 Monate ausgelesen und dann kann man eben sehen, tritt da zwischenzeitlich mal Vorhofflimmern auf. Wie gesagt, es kann ja auch unbemerkt ablaufen. Also Vorhofflimmern wird im EKG diagnostiziert. Da ist es so, dass es ganz unterschiedliche Ansätze gibt. Also jetzt nochmal kurz gesprochen, ohne das Vorhofflimmern zu behandeln, ist es immer nötig, oder nicht immer, aber in den Fällen mit dem entsprechenden Risiko für einen Schlaganfall, eine Blutverdünnung bzw. eine Hemmung der Blutgerinnung zu verabreichen. Das hat aber nichts mit der eigentlichen Rhythmusstörung zu tun. Das Vorhofflimmern selber ist ja, wie gesagt, eine schnelle und unregelmäßige Herzrhythmusstörung. Das heißt, man kann auf der einen Seite versuchen, den richtigen Rhythmus wiederherzustellen, also eine Rhythmuskontrolle herbeizurufen. Das macht man entweder medikamentös, wenn es nicht sowieso spontan wieder umspringt, also bei anfallsartigen Vorhofflimmern oder man sagt paroxysmalen Vorhofflimmern ist es ohnehin so, dass der Rhythmus hin und her springt. Dann bei persistierendem Vorhofflimmern, das heißt, es bleibt einfach da, kann man mit Medikamenten versuchen, eine Konversion in den richtigen Rhythmus wieder hervorzurufen, beziehungsweise kann das Ganze auch durch einen kurzen Elektroschock, kennt der eine oder andere vielleicht oder die eine oder andere aus dem Fernsehen, in Reanimationssituationen, das ist ähnlich, dass man natürlich unter Sedierung einen kurzen Schock verabreicht. Das kann man sich so vorstellen, dass dann alle Erregung am Herzen so auf Null gesetzt wird, ähnlich wie wenn man am Computer Reset drückt und dann kommt eben der natürliche Schrittmacher, der Sinusknoten wieder und liefert den normalen Rhythmus. Das kann man eben also medikamentös oder elektrisch herbeiführen, dass man wieder den normalen Rhythmus hat. Und wenn man das erhalten will, gibt es auch invasive oder interventionelle Methoden im Herzen, die Erregungsleitung derart zu manipulieren oder zu beeinflussen. Man spricht davon einer Ablationstherapie, dass man eben diese Erregungsleitung verödet und dass es dann eben nicht mehr oder nicht mehr so häufig auftritt. Das wäre die Rhythmuskontrolle. In manchen Fällen, wo das einfach nicht gelingen will mit der Rhythmuskontrolle oder wo die Patienten vielleicht auch beschwerdefrei sind, kann man sich auch mit einer Frequenzkontrolle begnügen. Das heißt, man macht einfach diesen schnellen und arrhythmischen Herzschlag einfach so langsam, dass er eine vernünftige Frequenz hat. Und das macht man üblicherweise mit Medikamenten. Also die Prognose von Vorhofflimmern oder die
Also das Fluoroflimmern selber, die Rhythmusstörung, läuft häufig im gleichen Ablauf. Das heißt, man hat erst dieses anfallsartige Vorflimmern, irgendwann hört es nicht mehr auf und es persistiert, dann holt man sich medizinische Hilfe und man führt wieder den eigenen Rhythmus, wie eben geschildert, zurück. Dann geht das auch nicht mehr. Also es persistiert immer länger, bis man es vielleicht auch irgendwann mal dann im hohen Alter akzeptiert, dieses Vorflimmern. Also das ist eine Karriere über Jahrzehnte. Und die Prognose hinsichtlich gesundheitlich ist wieder sehr, sehr stark abhängig davon, wie geht es denn dem Herzen. Also hat man ein sehr, sehr schwaches, vorgeschädigtes Herz, also eine Herzinsuffizienz oder ähnliches oder einen großen Klappenschaden, dann hat das Vorflimmern viel, viel größere Auswirkungen natürlich auf das Wohlbefinden, als wenn man sonst herzgesund ist. Also ist wieder die Grunderkrankung ausschlaggebend für die Prognose. Vorflimmern tritt, wie eingangs gesagt, manchmal einfach so idiopathisch auf, dann ist es schwer, dem vorzubeugen. Aber alle Vorflimmer-Episoden, die aufgrund einer Herzerkrankung auftreten, die man eben beeinflussen kann, also sei es, weil man einen Bluthochdruck hat oder weil man eben eine koronare Herzerkrankung hat, also all die Risikofaktoren für eine Arteriosklerose, Rauchen, Diabetes, Fehlernährung und so weiter und so fort, die helfen natürlich auch, dass man weniger Vorflimmern kriegt. Aber es ist nicht so klassisch, dass man sagen kann, wenn ich mich so oder so verhalte, kriege ich sicher kein Vorflimmern. Da kann man nichts empfehlen.